Ganz egal, was Sie bislang über den Krieg in der Ukraine denken, nach diesem Video werden Sie ihn mit neuen Augen sehen. Denn Sie bekommen den Beweis geliefert, wie es wirklich zu diesem Krieg kam. Und ich sage Ihnen, wer hinter den Kulissen alles dafür tut, diesen Krieg in die Länge zu ziehen. Es ist ungeheuerlich. Ausgerechnet diejenigen, die die Lunte des Ukraine-Krieges eigenhändig angezündet haben, die geben sich jetzt empört über diesen Knall. Der Skandal, den ich Ihnen hier mit seriösen Quellen belege, der ist umwerfend. Ich sage Ihnen gleich noch, welchem Insider ich dieses vertrauliche Material verdanke. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Buches »Den Netten beißen die Hunde« und Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie durch jeden Tag Ihres Jahres begleitet. Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Hier erwarten Sie 4 spannende Antworten. Erstens werde ich Ihnen sagen, wer diesen Krieg aus welchen Gründen künstlich in die Länge zieht. Zweitens verrate ich Ihnen brisante Details, wie groß die Gefahr eines Atomkrieges wirklich ist. Es gibt da vertrauliche Dokumente. Und drittens erfahren Sie im Hauptteil, welche 5 fatalen Provokationen den Ukraine-Krieg heraufbeschworen haben. Und viertens sage ich Ihnen am Ende meine Meinung, wer die Verantwortung für diese große Krise trägt. Eines ist mir ganz wichtig. Putin hat diesen Krieg begonnen und das ist zweifelsohne ein Verbrechen. Und dafür gibt es für mich keine Entschuldigung. Und wer Krieg führt, egal unter welcher Flagge, der ist mein Gegner. Aber mein Gegner ist auch, wer einen Krieg provoziert oder in die Länge zieht. Und diese beiden Vorwürfe, die treffen auf den Westen zu, vor allem auf die USA. Meine Beweise und Zitate aus diesem Video, die stützen sich auf ein spektakuläres Buch, das gerade erschienen ist. Das heißt, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. Autor ist ein intimer Kenner des US-Politikbetriebs, der langjährige Experte für Atomwaffenpolitik Benjamin Abelow. Auf verblüffend sachliche Weise enthüllt er einen Hintergrund dieses Krieges, der von den Medien fast völlig ausgeblendet wird. Gleich vorweg die dringende Frage: Warum dauert der Krieg in der Ukraine so lange an? Warum gab es noch keinen Friedensgipfel zwischen Putin und Biden, obwohl die Welt am Rand eines Atomkriegs steht? Warum sind die USA offenbar nicht an einem Waffenstillstand interessiert, sondern an einer Fortsetzung des Krieges? Buchautor Benjamin Abelow, intimer Kenner der Sicherheitspolitik des Pentagon, deckt die heimliche Antwort auf. Das erste Kriegsziel der USA, die humanitäre Hilfe für die Ukraine, das wurde von einem zweiten Kriegsziel abgelöst. Russland soll militärisch ausbluten. Stellen Sie sich den Krieg in der Ukraine wie ein Fußballspiel vor. Die USA, die sich als potenziell nächster Gegner Russlands definieren, sind natürlich sehr an einer Verlängerung des vorhergehenden Spieles interessiert. Denn je länger der Kampf mit der Ukraine andauert, desto mehr Kraft verlieren die Russen, desto mehr Waffen verlieren sie und desto mehr Kampfmoral verlieren sie. Und desto mehr werden sie danach eine Auseinandersetzung mit den USA scheuen, so der egozentrische Schluss. Es ist ein zynisches Spiel. Während jeder weitere Tag dieses Krieges verheerend für die Ukraine ist, während die Städte zurück in die Steinzeit gebombt werden, während es junge Soldaten auf dem Schlachtfeld in Fetzen zerreißt, während Zivilisten in ungeheizten Häusern erfrieren oder als Flüchtlinge rund um den Globus irren, während die Ukraine also einen unglaublich hohen Preis für jeden neuen Kriegstag bezahlt. Derweil gibt es mächtige Zyniker im Pentagon, die jeden zusätzlichen Tag dieses Krieges als einen strategischen Punktgewinn gegenüber Russland feiern. Ein Machtinsider, nämlich Chas Freeman, Ex-Staatssekretär für Sicherheitsfragen im US-Verteidigungsministerium, der spricht Klartext über diese perfide Strategie. Ich zitiere: Alles, was wir hier unternehmen, scheint darauf abzuzielen, die Kampfhandlungen in die Länge zu ziehen und den ukrainischen Widerstand zu unterstützen, anstatt ein Ende der Kämpfe und einen Kompromiss herbeizuführen. Und um deutlich zu machen, wer die Zeche bezahlt, spitzt er diese Aussage noch zu: Wir kämpfen für die ukrainische Unabhängigkeit bis zum letzten Ukrainer. Während es gut wäre, für die Ukraine den Krieg möglichst rasch zu beenden, ist es gut für die USA, ihn möglichst lang fortzuführen. Und Deutschland beteiligt sich an diesem schmutzigen Spiel. Aber durchschauen Scholz, Baerbock und Co. überhaupt, dass die vermeintliche humanistische Aktion das Gegenteil bewirkt und ein strategisches Interesse der USA befriedigt? Oder meinen Sie tatsächlich mit immer neuen Waffenlieferungen dem Frieden und den Menschen in der Ukraine zu dienen? Gleich beschreibe ich Ihnen die fatale Kette von Provokationen und Fehlentscheidungen, mit denen vor allem die USA den Ukraine-Krieg heraufbeschworen haben, statt ihn im Vorfeld zu verhindern. Vorher möchte ich die Expertise des Atomwaffenpolitikkenners Benjamin Abelow nutzen, um eine Frage zu beantworten, die uns alle in diesen Tagen sehr beschäftigt. Wie dicht stehen wir vor einem Atomkrieg? Abelow weist auf mehrere Fakten hin, die ich zutiefst beunruhigend finde. Moskau hat mehrfach mit Atomwaffen gedroht. 3 Tage nach Kriegsbeginn, am 27. Februar, erhöhte Putin die Alarmstufe seiner Atomstreitkräfte als Reaktion auf, so Putin, aggressive Äußerungen westlicher Politiker. Beim Sport würde das bedeuten, dem Kommando auf die Plätze wurde ein Fertig hinzugefügt, sodass es nur noch ein Wort, das Wort Los, für einen Atomschlag braucht. Und Putins Propagandachef machte im Mai deutlich, wie ein Atomschlag aussehen könnte. Im staatlichen TV drohte er Großbritannien mit einer radioaktiven Tsunamiwelle, entfesselt durch einen russischen Atomtorpedo. Schon nach Putins Äußerung ist etwas Interessantes passiert. Die Politiker des Westens taten diese Töne aus Moskau als leere Drohungen ab, wie man ja schon vor dem Ukraine-Krieg Moskau zur Hauptstadt der Blöffer erklärt hat. So wurden die Medien und die Bevölkerung mit verbalem Beruhigungsmittel narkotisiert. Aber hinter den Kulissen, da sah es ganz anders aus, wie Atompolitikexperte Benjamin Abelow in seinem Buch schreibt, ich zitiere: Das US-Militär erhöhte jedoch innerhalb von 24 Stunden nach Putins Ankündigung vom 27. Februar seine Alarmstufe auf DEFCON 3. Zum ersten Mal seit dem Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 2001. Es steige die Wahrscheinlichkeit, wieder Zitat, dass ein Unfall, eine politische Fehlkalkulation oder ein Computerfehler zu einem Atomkrieg führen könnte. An diese Zahlen habe ich denken müssen, als es zu dem Raketenunfall in Polen gekommen war. Wir stehen nicht mehr am Rande des Atomkrieges, wir sind schon einen Schritt weiter. Und nun komme ich auf die wahren Ursachen des Krieges zu sprechen, ehe ich Ihnen danach meine persönliche Einordnung liefere. Die Kernthese von Benjamin Abelow ist, die eigentliche Ursache des Krieges findet sich nicht in einem ungezügelten Expansionismus Putins oder in paranoiden Wahnvorstellungen der Militärstrategen im Kreml, sondern in einer 30-jährigen Geschichte westlicher Provokationen gegen Russland, die mit der Auflösung der Sowjetunion begann und bis zum Beginn des Krieges andauern. Das erste Glied in der Kette aus 5 fatalen Provokationen wurde im Zuge der deutschen Wiedervereinigung geschmiedet, die nur mit Zustimmung der Sowjetunion möglich war. Michael Gorbatschow ist es zu verdanken, dass 1989 in Berlin keine Panzer den demokratischen Aufstand niederwalzten, wie im Prager Frühling 1968. Und nicht nur das, Gorbatschow machte es sogar möglich, dass Deutschland wieder eins wurde. Aber warum nur stimmte die Sowjetunion der deutschen Einheit zu? Kohl hat ein paar Milliarden zugeschossen, aber das allein kann der Grund nicht gewesen sein. Warum zog die Sowjetunion rund 400.000 Soldaten aus der DDR ab? Warum ließ sie es zu, dass Deutschland ein NATO-Land wurde, obwohl der Osten bis dahin zum Warschauer Pakt gehört und ein Bollwerk gegen den Westen gebildet hatte? Die Sowjetunion tat das, weil ihr westliche Staatschefs und Außenminister eine Fülle von Sicherheitsversprechungen machten. So sagte Hans-Dietrich Genscher, der deutsche Außenminister, im Rückblick: Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. In seinem Buch zitiert Abelow einen bekannten Professor aus Boston, Joshua Shifrinson. Der Forscher ist in die Archive eingetaucht, um die damaligen Verhandlungen zu analysieren, und er kommt zu dem Ergebnis: Ich konnte mir parallel anschauen, was man den Sowjets ins Gesicht sagte und was man sich in den USA in den Hinterzimmern erzählte. Viele der Russen haben wiederholt behauptet, dass die USA 1990 die Nichterweiterung informell zugesagt hätten. Und in den letzten 25 Jahren haben westliche Politiker, zumindest in den USA, eindeutig gesagt: Nein, das haben wir nicht. Aus dem, was ich in den Archiven gefunden habe, erschließt sich mir, dass das russische Narrativ im Prinzip genau den tatsächlichen Ereignissen entspricht. Übersetzt heißt das, die Russen wurden vom Westen über den Tisch gezogen. Man hat ihnen versprochen, die NATO nicht weiter nach Osten auszudehnen, aber von Beginn an in den Hinterzimmern geplant, sich nicht daran zu halten. Es gab ja keinen formalen Vertrag, Iwan reingefallen. Und so musste Russland ohnmächtig zur Kenntnis nehmen, wie die NATO 1999 drei osteuropäische Staaten aufnahm, Ungarn, Polen und Tschechien. Vor allem die Aufnahme Polens bereitete den Russen Sorgen, weil zwischen den beiden Ländern traditionell große Spannungen bestehen. Später, 2004, holte die NATO weitere osteuropäische Staaten ins Boot, darunter Rumänien und Estland, das direkt an Russland grenzt. Nun war die NATO 1500 Kilometer näher an Russland herangerückt, entgegen den Versprechungen im Zuge der Wiedervereinigungen. Und 2008 kündigte die NATO an, die Ukraine und Georgien als Mitglieder aufzunehmen. Für die Russen ein Albtraum, denn mit der Ukraine teilen sie eine rund 2000 Kilometer lange Landesgrenze, teils nur 600 Kilometer von Moskau entfernt. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend, denn der heutige CIA-Direktor William Burns war damals US-Botschafter in Moskau. In einem Telegramm schlug er Alarm und machte deutlich, dass der NATO-Beitritt der Ukraine und Georgiens für Russland untragbar sei. Er überschrieb sein Telegramm mit "Njet means njet", Nein heißt Nein, und Burns führte aus, welche Grenze vom Westen nicht überschritten werden dürfe. Zitat: Russland sieht dies nicht nur als Einkreisung und als ein Bestreben, Russlands Einfluss in der Region zu untergraben, sondern fürchtet auch unvorhersehbare und unkontrollierbare Folgen, durch welche russische Sicherheitsinteressen ernsthaft beeinträchtigt werden würden. Die Amerikaner wussten also, dass die Russen den NATO-Beitritt der Ukraine als existenzielle Gefahr wahrnahmen. Die Amerikaner wussten, dass die Russen Nein gesagt und Nein gemeint hatten und dass ein Überfahren dieser roten Ampel einen schlimmen Zusammenstoß, womöglich einen Krieg, würde erzeugen können. Dennoch hörten die Amerikaner und die NATO nicht auf, der Ukraine eine Zukunft in der NATO zu versprechen. Ich komme darauf gleich zurück. Schon Jahre zuvor hatte sich das zweite Glied in die Kette der westlichen Provokationen eingefügt. Denn 2001, 2 Jahre nach Aufnahme der ersten Ostländer, kündigte George W. Bush den ABM-Vertrag zur Begrenzung antiballistischer Raketenabwehrsysteme. Dazu muss man wissen, dass sich diese Systeme nicht nur zur Abwehr, sondern auch zum Angriff nutzen lassen. Bitte stellen Sie sich vor, Sie wären russischer Regierungschef. Erst ziehen Sie Truppen ab und stimmen der Wiedervereinigung zu, weil ihnen Sicherheitsgarantien gegeben werden. Dann werden diese Versprechen reihenweise gebrochen. Dann rückt die feindliche Armee durch Aufnahme eines Nachbarlandes bis an ihre Grenze heran. Und schließlich werden auch noch Raketenbegrenzungsabkommen einseitig aufgekündigt. Sie müssten kein besonders paranoider Charakter sein, um darin einen feindlichen Akt zu wittern. Kann es sein, dass sich hier ein Gegner in eine optimale Position bringt, um beim Nahkampf, wenn möglich, rasch den K.O.-Schlag gegen Moskau setzen zu können? Dabei dürfen wir im Westen nie vergessen, welches Unglück wir im Zweiten Weltkrieg über die Russen gebracht haben. Rund 25 Millionen Russen wurden hingemetzelt, zerfetzt auf den Schlachtfeldern, niedergestreckt bei Massenerschießungen und durch einen teuflischen Plan Hitlers in den Hungertod getrieben. Dieses große Unglück, das kam über die Russen, nachdem sie sich verlassen hatten auf ein Abkommen mit Hitler, einen Hitler-Stalin-Pakt, das war der Nichtangriffspakt aus dem Jahre 1939. Hitler führte die Russen hinters Licht. Sein Angriff am 22. Juni 1941, der erwischte sie auf dem falschen Fuß und das mit fatalen Folgen. Im Zweiten Weltkrieg starben rund 8 Millionen Deutschen, aber 25 Millionen Russen, 25 Millionen, das muss man sich einmal bewusst machen. Obwohl Deutschland doch diesen Krieg begonnen hatte und ihn rund um den Globus führte, starben fast 3-mal so viele Russen wie Deutsche. Fast alle heutigen Russen, auch Putin, haben im Blutbad des Zweiten Weltkriegs Familienangehörige und ganz nahe Menschen verloren. Dieses unglaubliche Leid, das der Westen über Russland brachte, das liegt jetzt erst einige Jahrzehnte zurück. Wäre es da vom Westen nicht klug gewesen, die Angst der Russen ernster zu nehmen? Wäre es nicht klug gewesen, nach Ende des Kalten Krieges Vertrauen zu stiften und alle Versprechungen gegenüber Russland, ob mündlich oder schriftlich, auch einzuhalten? Wäre es nicht klug gewesen, die Ära der Abrüstung fortzusetzen, statt sie einseitig zu beenden? Wäre das alles nicht klug, wäre das alles nicht geboten gewesen, um den Weltfrieden zu sichern? Aber es kommt noch schlimmer, denn jetzt zeige ich Ihnen das dritte Glied in der Kette der westlichen Provokationen auf, ehe ich nach der fünften Provokation meine persönliche Einordnung folgen lasse. Also dritte Provokation. Die USA haben Ende 2013, Anfang 2014 einen rechtsextremen Staatsstreich in der Ukraine unterstützt, wenn nicht gar angezettelt. Gewalttätige Provokateure nutzten die regierungskritischen Proteste, um den prorussischen Präsidenten aus dem Amtssitz zu jagen. Das Regierungsgebäude wurde von rechtsextremen Ultranationalisten gestürmt, was für Russland fatale Folgen hatte. In seinem Buch zitiert Abelow John Mearsheimer, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Chicago, mit folgender Analyse. Die neue Regierung in Kiew war durch und durch pro-westlich und antirussisch und ihr gehörten 4 hochrangige Mitglieder an, die zu Recht als Neofaschisten bezeichnet werden konnten. Ich möchte an dieser Stelle betonen, ich begrüße es, wenn Menschen für Demokratie demonstrieren, wenn sie für Menschenrechte eintreten, wenn sie sich gegen Unterdrückung wehren. Solche mutigen Proteste, denen verdanken wir, dass das SED-Regime in der DDR eingestürzt ist und Deutschland wieder vereinigt werden konnte. Aber vieles spricht dafür, dass für die Hintergründe des Umsturzes in Kiew ein unfassbar kluger Gedanke zutrifft, den der große SPD-Außenpolitiker Egon Bahr, Wegbegleiter und Wegbereiter Willy Brandt, einmal vor einer Schulklasse dargelegt hat. In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte, es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Und der US-Friedensrat kommentierte den Regierungswechsel in der Ukraine wie folgt. Das Washington State Department hat keineswegs nur Kekse an einige auf dem Maidanplatz Protestierende verteilt, sondern auch gleich den Austausch der kompletten Regierung vorgenommen. 5 Milliarden $ hätten die USA für diesen Zweck investiert. Durch ein abgehörtes Telefonat zwischen der stellvertretenden US-Außenministerin Nuland und dem US-Botschafter in der Ukraine, Jeffrey Pyatt, kam eine bedenkliche Wahrheit ans Licht. Bereits einen Monat, ehe der Staatsstreich stattfand, haben die Amerikaner heimlich nach einem Nachfolger für den amtierenden Präsidenten gesucht und gleichzeitig über die EU hergezogen. Scheiß auf die EU, sagte Nuland. Der in den USA sehr bekannte Russistikprofessor Stephen F. Cohen kommentierte dieses Telefonat so. Die wichtigste Enthüllung war, dass hochrangige US-Funktionäre insgeheim geplant hatten, durch den Sturz oder eine Neutralisierung des demokratisch gewählten Präsidenten des Landes eine neue, antirussische Regierung ins Amt zu bringen. Stellen Sie sich einmal vor, die Russen würden öffentlich den Plan hegen, Kanada zum militärischen Partner zu machen. Sie würden zugleich aus Abrüstungseinkommen einseitig aussteigen und schließlich in Kanada einen Regierungssturz auslösen, durch den eine US-freundliche Regierung teilweise durch Neofaschisten und US-Hasser ersetzt wird. Glauben Sie, die USA würden ein solches Treiben in ihrer Nachbarschaft dulden? Glauben Sie, die USA würden es zulassen, dass der vermeintliche Feind sich an der eigenen Grenze breit macht? Es gibt eine offizielle Antwort auf diese Frage, die Monroe-Doktrin von 1923, benannt nach dem damaligen US-Präsidenten James Monroe. Seither sehen sich die USA verantwortlich für die Sicherheit der westlichen Hemisphäre als eine Art Weltsheriff. Und die USA dulden es grundsätzlich nicht, dass ausländische Mächte ihre Streitkräfte ans US-Territorium heranrücken. Das bekamen die Russen zu spüren, als sie 1962 Mittelstreckenraketen auf Kuba stationierten. Die USA drohten mit einem Atomkrieg, die Welt stand am Abgrund. Erst in letzter Sekunde konnte die Kuba-Krise beigelegt werden, übrigens nicht durch Duldung, sondern durch den Abzug der russischen Raketen. Ich halte fest, was die USA auf keinen Fall dulden würden, nämlich eine potenziell feindliche Armee vor der eigenen Grenze, das muten sie den Russen zu. Ich denke an den kategorischen Imperativ von Kant. Wir sollten nur nach einer Maxime handeln, die wir zugleich als allgemeines Gesetz akzeptieren würden. Die Amerikaner tun das Gegenteil. Sie erwarten von den Russen klaglos zu schlucken, was sie selbst als Anlass für einen Atomschlag nehmen würden. Putin reagierte auf den Staatsstreich, indem er die Krim annektierte. gut möglich, dass ihn tatsächlich die Sorge geleitet hat, sonst den Zugang zu seinem wichtigsten eisfreien Flottenstützpunkt zu verlieren. Zuvor waren Verhandlungen darüber gescheitert. Der Politikprofessor John Mearsheimer schreibt dazu, laut dem ehemaligen Botschafter in Moskau, Michael McFaul, sei die Annexion der Krim eine impulsive Reaktion auf den Staatsstreich gewesen. Und er führt dazu weiter aus, tatsächlich bestand bis dahin das Ziel der NATO-Erweiterung darin, ganz Europa in eine riesige Friedenszone zu verwandeln und nicht ein gefährliches Russland einzudämmen. Bei Ausbruch der Krise auf der Krim konnten die amerikanischen und russischen Politiker jedoch nicht zugeben, dass sie dies durch den Versuch, die Ukraine in den Westen zu integrieren, provoziert hatten. Sie erklärten Russlands Revanchismus und seinen Wunsch, die Ukraine zu dominieren oder gar zu erobern, zur wahren Ursache des Problems. Und damit bin ich beim vierten Glied in der Kette der westlichen Provokationen, ehe ich all diese Fakten am Ende für Sie einordne und einen Appell an unsere Politiker daraus ableite. Vierte Provokation. Es kam zu massiven Waffenlieferungen in die Ukraine und zu immer bedrohlicheren Militärmanövern vor der russischen Grenze. Nach der Annexion der Krim durch Russland ließen die Amerikaner über 4 Milliarden US-Dollar nach Kiew fließen, vor allem in die Rüstung. Als ein Ziel dieses Programms wurde die, ich zitiere, Verbesserung der Interoperabilität mit der NATO genannt. Und das, obwohl die Ukraine eben kein NATO-Mitglied war. Die Russen mussten fürchten, dass auch in der Ukraine ABM-Raketenabschussrampen aufgebaut werden sollten, wie zuvor schon in Rumänien. Der dortige ABM-Standort lässt sich nicht nur für die Verteidigung, sondern auch für Angriff nutzen. Die Raketenabschussrampen vom Typ 41 Aegis könnten auch nukleare Angriffsflugkörper aufnehmen. In einer Broschüre des Herstellers heißt es, das System kann in jeder Zelle jede beliebige Rakete aufnehmen, eine Fähigkeit, welche eine beispiellose Flexibilität bietet. Ein solcher Standort soll bis Ende 2022 auch in Polen fertiggestellt werden. Putin erklärte mehrfach, dass er diese Abschussrampen als massive Bedrohung seines Landes sah. Darum konnte auch die Erklärung der Amerikaner nichts enden, dass es nicht um Angriff, sondern um Verteidigung ginge. 2017 begann die Trump-Regierung, tödliche Waffen an die Ukraine zu verkaufen. Bis dahin war das ein Tabu. Andere westliche Länder schlossen sich an. Zugleich rückte die NATO mit ihren Militärmanövern immer dichter an die russische Grenze heran. 2020 kamen bei einer Übung in Estland scharfe Waffen zum Einsatz, darunter taktische Raketen, die bis zu 300 Kilometer weit entfernte Ziele treffen können. 2021 zündete die NATO in Estland wieder 24 Raketen, um einen Angriff auf Luftabwehrziele innerhalb Russlands nachzustellen. Malen Sie sich wieder aus, die Russen würden solche Manöver in Kanada, also in der Nachbarschaft der USA, veranstalten, angeblich zu Verteidigungszwecken. Wie ginge es den USA damit? Professor Mearsheimer kommentiert die militärische Operation so. Wenig überraschend empfand Moskau diese Entwicklung als untragbar und begann, seine Armee an der ukrainischen Grenze zu mobilisieren, um Washington gegenüber seine Entschlossenheit zu verdeutlichen. Das zeigte jedoch keine Wirkung und die beiden Regierungen näherte sich der Ukraine weiter an. Damit sei der russische Siedepunkt erreicht gewesen, was auch eine Aussage des russischen Botschafters in den USA in der Zeitschrift für ausländische Politik bekräftigt. Die NATO führe pro Jahr rund 40 große Übungen in den Gebieten um Russland durch und er schrieb, die Situation ist äußerst gefährlich. Und er fügte hinzu, alles hat seine Grenzen, wenn unsere Partner, die USA und die NATO, weiterhin militärische Tatsachen schaffen, welche die Existenz unseres Landes gefährden, sehen wir uns dazu gezwungen, bei ihnen ähnliche Gefährdungen herzustellen. Wir befinden uns jetzt an einem Punkt, an dem kein Rückzug mehr möglich ist. Die militärische Erschließung der Ukraine durch NATO-Mitgliedstaaten ist eine existenzielle Bedrohung für Russland. Da war sie wieder, diese klare rote Linie aus dem Niet means Niet-Telegramm von William Burns. Und damit bin ich beim fünften Glied in der Kette der Provokationen. Obwohl Russland immer wieder eine Garantie darüber forderte, dass die Ukraine der NATO nicht beitritt, aus nachvollziehbaren Gründen, wurde eine solche Zusicherung konsequent verweigert. Kenner der internationalen Militärpolitik hielten das für einen schweren Fehler, für eine Einbahnstraße in Richtung Krieg. Ein hochrangiger US-Militär-AD, Oberst Douglas MacGregor, einst an den Verhandlungen mit den osteuropäischen Staaten beteiligt, der brachte es wie folgt auf den Punkt. Ich habe immer wieder versucht, den Menschen zu erklären, dass das, was in der Ukraine geschieht, für die Russen eine existenzielle Angelegenheit ist. Die Ukraine ist kein weit entferntes Land in Nordafrika. Die Ukraine grenzt unmittelbar an Russland. Russland wird keine ausländischen Streitkräfte und Waffen in einem Land dulden, das ihm feindlich gesinnt ist und möglicherweise seine Existenz bedrohen könnte. Ich habe eine Analogie zu Mexiko gezogen und fragte die Leute: Versteht ihr nicht, was wir tun würden, wenn die Russen, die Chinesen oder irgendwer anderer Truppen in Mexiko stationieren würde? Und schließlich war Russland mit seiner Geduld am Ende und forderte, dass die NATO nicht nur eine Mitgliedschaft der Ukraine ausschließt, sondern ihre Streitkräfte und Waffen aus Osteuropa wieder abzieht. Doch die Verhandlung, die scheiterte in beiden Punkten, und einen Monat später ließ Putin seine Streitkräfte in der Ukraine einmarschieren. Und damit begann das große Blutvergießen, damit begann dieser fürchterliche Krieg. Und jetzt sage ich Ihnen, wie ich all diese Fakten einordne. Erstens, ich bleibe dabei, die Hauptverantwortung für einen Krieg, die liegt immer bei dem, der den Krieg beginnt. Und das war in diesem Fall Putin. Was ich genannt habe, das kann diesen Krieg zwar erklären, aber rechtfertigen kann es den Angriff auf die Ukraine keinesfalls. Denn für Krieg, für dieses infernalische Blutvergießen, da gibt es keine Rechtfertigung. Wirklich jede andere Lösung ist besser als ein Krieg. Und meine Sympathie, die gehört den Menschenrechten, der Demokratie und der Freiheit. Wer all das untergräbt, der hat mich zu seinem Gegner. Zweitens, die westliche Erzählung von einem Putin, der grundlos einen Angriffskrieg begonnen habe, das ist nur eine Nebelkerze. Sie soll ablenken vom eigenen Versagen des Westens. Dieser Krieg, der kam nicht überraschend. Der Westen hat sich wie ein Himmelfahrtskommando auf diese Eskalation zubewegt, mit den Amerikanern an der Spitze. Er hat alle Warnsignale ignoriert, er hat Moskau belogen, hat das Njet means Njet beiseite gewischt und er hat den Kalten Krieg durch dieses dumme Verhalten wieder neu angefacht. Drittens, die Russen, die sind keine Unschuldsengel. Auch von ihrer Seite gab es schwere Fehler und Provokationen, nicht nur auf militärischer Ebene. Wer die Presse knebelt, Menschenrechtler zu Terroristen erklärt und eigene Staatsbürger sogar im Ausland mit Giftanschlägen verfolgt, der kommt nicht gerade als vertrauenswürdiger Partner rüber. Darauf bin ich in diesem Video nicht eingegangen, da diese Punkte von den westlichen Medien und auch von den Politikern ausreichend beleuchtet werden. Es war mir hier wichtig, dieses einseitige Erzählmuster um ein paar bislang unterbelichtete, aber sehr entscheidende Aspekte zu ergänzen. Mein Resümee, das lautet also: Es gibt bei der Entstehung des Krieges in der Ukraine nicht einen Guten und einen Bösen, nein, es gibt zwei Parteien, die für diese Eskalation verantwortlich sind, die Russen und der Westen, leider auch Deutschland. Politische Verantwortung, die besteht für mich eben nicht darin, Waffen in Krisengebiete zu liefern, wenn schon alles brennt. Politische Verantwortung besteht darin, solche Brände rechtzeitig zu verhindern, indem man der Gegenseite gut zuhört, indem man Bedenken und Ängste ernst nimmt, indem man auf Gespräche und Vertrauen setzt, statt auf militärische Präsenz und auf Raketendonner, und indem man mit diplomatischem Fingerspitzengefühl agiert, statt mit dem Holzhammer. All das wurde vom Westen versäumt. Wir müssen diese Fehler aufarbeiten. Wir müssen aus diesen Fehlern lernen. Denn das militärische Potenzgebaren, das uns in den Ukraine-Krieg geführt hat, das führt uns da nicht wieder raus. Im Gegenteil, es kann uns in den Dritten Weltkrieg führen und der würde alles zerstören, was wir verteidigen wollen: unsere Häuser, unsere Demokratie, unsere Kinder und unser Leben. Herr Scholz, ich fordere Sie als Kanzler Deutschlands auf: Unterstützen Sie nicht länger den Plan der Amerikaner, diesen Krieg in die Länge zu ziehen. Das beschwört unkalkulierbare Risiken für die Welt und ein unvorstellbares Leid für die Menschen in der Ukraine herauf. Liefern Sie keine Waffen mehr, sondern liefern Sie Ideen für den Frieden, Ideen für Diplomatie. Tun Sie alles, wirklich alles, damit jetzt passiert, was im Vorfeld des Krieges sträflich versäumt wurde. Dass der Westen und Russland auf Augenhöhe miteinander reden, ehrlich miteinander reden. Und dass die Interessen beider Seiten gleichermaßen berücksichtigt werden. Dieser Weg, nur dieser Weg, wird in friedlichere Zeiten führen. Lassen Sie in uns gehen, alle zusammen. Und jetzt eine große Bitte an Sie vor den Bildschirmen. Teilen Sie dieses Video mit mindestens 3 Menschen. mit Familie, mit Freunden, mit Arbeitskollegen und bitten Sie jeden davon, dieses Video mit mindestens 3 weiteren Menschen zu teilen. Damit tun Sie mir einen ganz, ganz großen Gefallen. Es ist mir so ungeheuer wichtig, dass die Wahrheit über diesen Krieg viele Menschen erreicht und so eine Wirkung entfalten kann, eine Wirkung, die dem Frieden dient. Das hoffe ich sehr. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber an, welche große Gefahr in den nächsten Wochen auf uns zurollen kann. Kaum einer spricht diese Wahrheit an. Ich tue es in diesem Video. Klicken Sie es in der Infobox. Und jetzt habe ich noch ein kostbares Geschenk für Sie, falls Sie Ihr Leben in neue Bahnen lenken wollen, gerade in dieser Krise. Für kurze Zeit bekommen Sie mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis gratis, wirklich gratis. Sie erfahren dort, wie Sie mit minimalem Aufwand pro Tag Ihr Leben nachhaltig verändern. Sie werden verblüfft sein. Diese Methode hat mich selbst zu dem gemacht, der ich heute bin. Nutzen Sie dieses Geschenk für ein erfüllteres Leben. Klicken Sie den Link jetzt hier oder unter diesem Video. Wenn Sie mit Glocke abonnieren, bekommen Sie beim nächsten Video von mir automatisch eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.